So, und herzlich willkommen zurück zu Super Mario. Yo, Leute! Let's Play Gedöns, hast nicht Graf und das Laxi am Schlüssel. Und wir wollen jetzt den Buhu in eine Peach verwandeln. In den Popo. Und, genau, in den Popo zu holen. Nice safe. So, und wer... Oh, du Ratte! Ah, du wolltest so ein Rück... Ja, genau, ich wollte so den... Rückkick. Genau, ja, ich wollte ihm meinen Fuß in die Vagina rammen. Der hat ja sowieso keine Gefühle. Ja, dasselbe Welle, selbe Stelle, immerhin weiter aufgenommen wie vom letzten Mal. Ich habe keine Ahnung, was ich laber. Ich spüre meine Füße nicht, meine Finger nicht mehr. Komm nur näher! Ich habe den Fehler gemacht bei mir im letzten Part. Ich habe zu schnell die... Bitte? Du hast was? Ich habe zu schnell die Texte weg. Ja, es ist Super Mario und das sieht sowieso keine Pimmelsau. Kein Sch. Das ist wie ein Harnröhrenfurz, den hört keiner. Frag mich. Alter, hör auf, Bernie und er zu gucken. Das war irgendeine geistige Glitches von mir. Ich guck zu viel South Park. Ich bin bei South Park mittlerweile schon seit 2-3 Jahren raus. Wie viel Staffel? Gehe auf Geisterjagd. Ja, viel zu viel, ey. Was mich so ein bisschen richtig aus bei South. Ja, was mich bei South Park so ein bisschen nervt, ist, dass die neuen Sachen immer mittlerweile anfangen, politisch korrekt zu werden. Ja, echt? Ja, Cartman mit. Sind Matt und Trey schon so weit, ja? Ja, ist ekelhaft, ey, ekelhaft. South Park war doch so die letzte Bastion, wo du hast echt über alles Witze machen. Irgendwann nicht mehr. Cartman wird irgendwann. Ich weiß nicht, ob sie es wieder zurückgesetzt haben, aber Cartman wurde irgendwann halt. Ja, vernünftig, hat sogar eine Freundin bekommen. Nein. Ja. Ich bin raus. Und. Das, ja, weißt du, woran mich das erinnert? Um jetzt nochmal zwischen rein zu grätschen. Das ist genau wie bei Big Bang Theory. Sobald die angefangen haben mit den Weibern, wurde es nicht mehr lustig. Also schon noch, ja, aber da hast du aufgehört, die Nerds haben aufgehört, Nerds zu sein, sondern wurden weiblich beeinflusst. Genau, nichts irgendwann reicht. Im Allgemeinen, das, obwohl, aber diese, ich weiß auch aber die gar nicht. Serie hat halt die natürlich darauf aufgebaut, aus den Nerds. Genau. Ohne Frauen. Habe ich ja nie geguckt. Naja, auf jeden Fall, irgendwann wurde halt der Cartman halt richtig politisch korrekt. War halt saunervig. Gerade der Cartman. Aber das Komische ist, irgendwie haben sie es jetzt in einer Serie haben sie es ein bisschen umgeändert. Da wurde dann die Wendy, nee, die Bibi, glaube ich, weiß nicht mit wem der Cartman zusammen, egal, eine von den Mädels. Und eine von diesen Mädels, ja, mein Bruder, Pipapo. Mein Bruder ist sauer auf dich, weil du hast mir in den Arsch getreten. Auge, hallo, danke. Hier bin ich. Ja, und dann wurde halt diese eine Freundin vom Cartman irgendwie zu einer zu einem weiblichen Cartman und irgendwann, und ich denke mir so ernsthaft, nur weil der Cartman vom PC Principle zusammengeschlagen wurde, ist er jetzt politisch korrekt. Also man kann sagen, ich habe South Park Staffel 1 bis 8 ungefähr auf DVD, original auf DVD hier bei mir rumfliegen. Ja, du Glücklicher. Aber bis Staffel 10, 12? Nee, warte mal, wo haben sie der Geist ist festgeglitscht. Der Geist ist in Dingsbums festgeglitscht. Finde ich gut. Ich sehe es auch gerade. Vielleicht kann ich ihn resetten, indem ich durch. Resetten im Raum, ja genau. Oder ich hole irgendeinen anderen Stern. Aber ich glaube, spätestens bei Staffel 13 war ich dann raus. Dann habe ich nicht. Und das ist ja jetzt auch schon wieder Jahre her. Sag mal, verfolgen die mich überhaupt 20? Noch? Was da los? Ja, keine Ahnung. Die wollen den Mario nicht mehr. Die kommen nicht mehr vorbei. Diese Mümmelmänner. Was ist... Ich muss noch mehr trinken. Das ist auch so... Ich weiß... Oh nein. Lach nicht so dreckig, Mario. Ey, du bist auf die Fresse gefallen. Egal, ob du... Das ist auch das, was ich an The Forest so ein bisschen schade fand. Kommt nicht mehr aus dem Wasser. Stimmt, das kommt ja erst nur dann, wenn ich die Geister geknattert habe. Ja, hier ist das Geisterkarussell, genau. Finde ich voll beknattert. Zweiter oder dritter Stern, soweit ich... Naja, auf jeden Fall fand ich das bei The Forest auch schon ein bisschen eklig. Weil sie halt immer versucht haben, auf irgendwelche Leute zu hören, auf die sie hätten nicht hören sollen.
Ich weiß nicht, ob du das Spiel The Forest kennst. Das hat sich ja, bei mir kaputt gemacht, als sie angefangen haben, auf diese ganzen Kleinkinder-Gronk-Fanboys zu hören. Diese ganzen Jugendlichen, die das halt wegen Gronk so gefeiert haben, und die Entwickler haben darauf gehört, ja, ich spiele den ganzen Tag nichts anderes, ich will mehr Gegner da drin haben und so einen Scheiß. Und ich denke mir so, Alter, nein, mach's doch nicht. Und als sie dann die Story fertig gemacht haben mit diesen ganzen, dass diese Eingeborenen nicht irgendwie ein ganz krasser Stamm sind, die sauer auf uns sind, und du das einfach als Dingsbums durchlaufen lässt, nein. Also The Forest habe ich ja nie weit geguckt, aber Forest ist doch dieses. Oder sagen wir es mal so, The Green Hell, was Hanno ja gerade macht, ist ja dasselbe wie The Forest, bloß. Ich sag's mal so, Green Hell ist das, was hätte The Forest werden sollen. Die The Forest haben halt den Schwierigkeitsgrad angepasst an ihre Dingsbums. Kinder. An ihre Kiddies, indem sie einfach gesagt haben, okay, mittlerweile, nach einer Zeit kommen einfach immer mehr Gegner, neue Gegner, stärkere Gegner. Okay. Und dann denke ich, wie wäre es, wenn du mal den Fokus mehr auf Überleben lenkst und nicht irgendwie die ganze Zeit auf. Genau. Oh. Nom, 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 nom. Oh, da hat es dich geschmackt. Ja, ja, ein Stück Mario abgebissen. Wer nom, macht's nom, nicht? Nom. So, ich muss irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Boos besiegen. Stimmt, ich muss die Boos klatschen. Keine Ahnung, Mann. Ich bin völlig. Hier war ein Auge und ein Boo, den hast du beide? Genau, die habe ich. Stimmt, die zwei Boos, die sich festgebackt haben, die einfach aus irgendeinem Grund nicht vorbeikamen. Oh Gott, ich bin im. Ja, hier, der wo in der. Genau, Wand der sich irgendwie in die Wand geglitscht hat. Da ist er ja, der Hühnerschrecker. Dich werde ich unter den spitzen Bones dampfen. Wenn ihr Zelda spielt, Finger weg von den Hühnern. Ja. Oh, ekelhaft, ekelhaft. Und genau der Bu war das auch. Fünf Stück, ja, jetzt kommt der Große in der Mitte. Und danach fährt die Treppe hoch. Stimmt, den Großen. Ja, nicht da. Lol. Was? Muss ich mir überlegen. Irgendwo muss ich dann noch einen vergessen. Aber hey, Klavier, du stehst nicht an deinem Platz. Hier? Ach, da gab es ja auch noch Boos. Vielleicht kommen die raus. Ja, mein Bruder, pipapo. Wie? Geh nochmal in die Bibliothek. Ich glaube, da war doch einer. Mario, ernsthaft. Oh. In die Bibliothek hast du gesagt. Oh, das kann auch nur mir passieren. Na komm, spring raus. Das wäre mir genauso passiert. 100 Pro. Der Gehirn ist ansteckend. Ja. Ne, im Karussell. Ne, da kommt noch nichts. Ne, ich bin jetzt einfach nur durchgelaufen, weil ich zur Sicherheit. Aber ich war mir sicher, dass da nichts zu holen ist. Oh, komm schon, Mario. Meilen wegen Baum. Ja, Mario, ernsthaft. Kein Wunder, dass die Peach eher zu Bowser gezogen führt. Huhu! La 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 la. Ich bin Mario und ich schaffe es nicht, die Peach auf mein Bett zu bringen. Weil ich einfach verkackt und ein Klempner bin. Kriege ich einfach nichts. Auf die Reihe! Auf die Reihe? La la la. Ja, vergiss es. War das wirklich der Bonbon? Oh, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall. Oder muss ich hier hoch? Nee, das war alles im Erdgeschoss, oder? Wie viel hast du denn jetzt schon gekillt von den Geistern? Ich weiß es gar nicht. Genug nicht eigentlich. Wer ist Klavier? Ah, dieses Klavier, ey. Ich glaube hier in dem Raum.
stell dich mal mit dem Rücken da zu dem Bild, dann müsste doch noch einer rauskommen. Ich höre ihn, ich habe ihn gerade gehört. Ja, siehst du, Bibliothek, habe ich doch gesagt. Elender Kackbuhn. Du bist also der Unruhestifter. Jetzt wirst du das büßen, was du meinen Geschwistern angetan hast. Stubenruhe, ich wusste, das habe ich doch gesucht. Hallo! Da ist er ja, der Hühnerschrecker hier, Junge, zum Boden. Interessante Taktik. Hauptsache, ich hab's geschafft. Haha, Mario ist ein fauler Sack. Achso, ich muss doch. Prost, ne? Samula. Ein fauler Sack. Hat einer die Uhr im Auge? Nee. Ich war geistesgegenwärtig und hab auf Start gedrückt. 11 Minuten. Ja, keine Ahnung, Alter. Ich lieg hier mit dem Kopf auf dem Tisch. Ich hab keine Ahnung. was mache ich denn hier? Kartoffelsalat. So ungefähr. Wollen wir überhaupt noch weitermachen oder machen wir nach dem Part erstmal einen Aufnahme? Ich glaube, danach machen wir mal einen Cuddy-Bus. Cuddy-Schnitty-Bus. Was muss ich überhaupt machen? Besuche das Big Boost Karussell. Da haben wir es. Ja, das. Weiß also ich das, wo kannst man du jetzt auch tatsächlich am Ende mit den 100 Münzis verbinden? Ja, dann mache ich die 100 Münzen, das Spook Karussell und dann. Meine. Upsi. Weil im Erdgeschoss gibt es 5 Boost mit jeweils 5 Münzen und im Karussell gibt es 5 Boost mit 5. Oh, du Klavier, du Elende. Du Ratte, du stehst wohl auf italienisches Schuss. Essen. Jetzt eine Pizza, die wird mir den Arsch. Oh, so eine geile Calzone, ey. Oh, ey, wenn du die Bücher hier weghaust, die droppen auch nochmal 5 Münzen pro. Hast du gewusst? Hier, da kommen doch Bücher. Hups, gegen das Buch, genau. Yeah, Schlucki, Schlucki. Aber ich glaube, da kommen nur. Oh, Mario, runter, runter, runter! Danke! Ja. Weißt du, Mario hält sich an jeder Ecke fest, obwohl er runter soll, und Link schafft's nicht. Kommt ja nicht noch ein Geist? Hast du erst nur einen? Ich weiß nicht, ob der andere. Der hängt doch noch da hinten drin, der Gauner. Ich weiß es doch. Na, kommt schon, Busette. Na? Hörst du so? Nö. Gut, dann sind ja. Doch, jetzt höre ich sie. Bin ich im Sack. Na, komm schon. Bubis. Komm, put. Ich habe ein schönes Geschenk für euch. Ich zeige euch mal einen echten Hasen. Diese Werbung. Naja, ein echter. Na, möchtest du meinen echten Hasen sehen? Nein! Ich mag Birnen. Ja. Meine Mutter hat immer gesagt, sie muss sich keine Sorgen machen, dass ich entführt werde, weil als Kind würde sie mich nur für Geld zurücknehmen. Ich habe auch mein Bestes getan, dieses Klischee zu erfüllen. Oh, er hat's geschafft. Oh nein, der. Oh, du Ratte. So ein Scheißgeist, so ein elender grüner Klostein. Echt? Ich schwör's dir, ich lass dich von einem Yoshi fressen. Shit. Ja, wenn die einmal verbuggt sind, dann sind die verbuggt. Ja, dann ist. Dann ist der Ofen auf. Du musst das Steuerkreuz nach unten drücken, dass er rausspringt, und dann musst du es nach oben drücken, dass er vorwärts kommt. Und ich wette mit dir, ich bin hier falsch. Nee? Ja, doch, weiter. Ich will ja die Münzen. Wir brauchen ja noch ein paar Münzis. Yeah, ich bin mit dem Bobbes die Straße entlang gerutscht. Geil.
Das ist auch das erste Mario, wo der Mario im Unterwasserlevel ertrinken kann. Ist dir das schon mal aufgefallen? In den anderen Marios im Unterwasserlevel hat er keine Dingsbums, hat er keine Luftanzeige oder so. Da hat er Fischlungen. So in etwa, ja. Oh, Mario, weißt du, ich schwör's dir. Calzone ist für dich gestrichen. Alter, auf die Kante. Keine Ahnung, ich hab's geschafft, ist mir egal wie. Egal. Hier gibt's noch eine Spinne, die rumrennt, glaube ich. Ja, hier gibt's noch einiges. So eine Sprungbox. Genau. Let's go. Bam 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 bam. Die schwarze Katze spielt Farm Together. Die schwarze Katze? Schwarze Tatze. Wer ist das? Da habe ich schon das Spiel kennengelernt. Irgend so eine Hamburgerin. Hamburgerin, jetzt kriege ich wieder Hunger. Das ist ein Hamburger mit Lippenstift. Was? Hamburger mit Lippenstift ist eine Hamburgerin. Ey, das würde ich eiskalt machen. Ey, aus Ketchup so Lippenstift formen und sagen, das ist jetzt ein weiblicher Hamburger. Nicht aufs Dach rennen, die Münze kriegst du nie wieder. Ja, die drei Münzen machen den Bock jetzt auch noch fett. So, Außenring habe ich, jetzt muss ich nach innen. Warst du schon... Unten, glaube ich, habe ich fast alles. In der Gruft? Ich klapper alles nochmal in Ruhe. Unten, oben erstmal ab. Mhm. Ja, die Gruft, die kriege ich ja, wenn ich auch im Geisterhaus nach unten falle. Warte mal, brauchst du nicht die Unsichtbarkeitsmütze, um da die 5 Dingsbums zu kriegen? Weil ich meine, kurz vor dem zweiten Stern brauchst du die Unsichtbarkeitskappe, um dieses eine Porträt von dem Buhu durchzukriegen. Ja. Und da gibt es noch einen blauen Schalter, der richtig viel Asche gibt. Nee. Ja, den blauen Schalter, den gibt es oben unterm Dach. Scheiß. Stimmt. Aber die Münzen, die spawnen nicht hinterm Bild, sondern am Fenster. Am Dachfenster. Stimmt. Also... Bin ich mir jetzt relativ sicher. Ich hab's irgendwie geschafft. Ja gut, egal. 78 Münzen, das passt schon. Hoch da. Und jetzt nach oben. Ist der Finger oben? Muss man nicht oben. Küsst man deine Hoden? okay, hier geht's nicht weiter. Nee. Schaffe ich auch nicht mit einem Weitsprung. Es ist verboten, Toten, Kojoten, die Hoden zu verknoten! Hier gibt's nix. Stimmt. Oh, nee. Nee. Das ist zwar auch ein Stern, aber hier gibt's keine Münzen. Mhm. Gut. Gudi. Was haben wir hier? Eine rote. Rote Münze! Oh, bloß in kein Poloch fallen, sonst musst du wieder die Treppe hoch. Hallo, oha. Auge! Ah, hier ist die Gruft, genau. Oh, du Elende. Krall. Ich glaube, die schießen irgendwann nur blaue Flammen, wenn du dich zu lange angucken. Nee, so ein Augenschuss, aber keine Flamme. Ja, lol. Durchgeglitscht, kleiner Drecksack. Ich bin ein Sarg und ich stehe auf. Wie war das bei Scary Movie? Brenda, es jagt mich. Was ist das? Ist es ein Monster? Cindy, es ist bloß ein Skelett. Das sind verdammt aber nur Knochen. Dann verarschen die das Skelett die ganze Zeit. Aber an sich haben sie auch recht, ne? Es ist wirklich nur ein Skelett. Bücher, treten. Eins. Ah, ne, doch. Also, wow, das war schön. Aha. Ja, perfekt. Geil. Und den 8 Münzen. Ja, komm, ich nehme den 8 Sternen Münzenring und dann machst du das Buch raus. Dann haben wir den weg. Dann haben wir auch die 19 Minuten voll und dann. Nein, nicht speichern. Brauche ich jetzt nicht.
beste Stern. Jawollo. Jawohl, dann habe ich gleich die zwei ekelhaftesten Sterne geholt. Sehr schön. Chiki-Bam! Das war's mit dem Zocker Slaxi und dem Graf Wallner für heute. Wir bechern noch was und quatschen noch ein bisschen, aber das werdet ihr nicht mitkriegen, weil wir die Aufnahmen für heute beenden. Ja, schade. Ja, ich weiß, aber... Letztes Mal geht's weiter auf dem... Stimmt, ich war ja beim Aufnehmen dran. Das ist jetzt Part 7. Genau. Mal gucken, ob wir es schaffen, bis zur nächsten Woche die ganzen Parts hochzuladen. Aber ich glaube nicht. Macht nichts. Ich muss noch rendern, dann gucken wir. Ah, wir kriegen es hin. Wir hatten jetzt eine gute Session hinter uns. Yeah! Tschüss. Ah, meine Eier sind wie Wassermelonen. Entschuldigung. Haut rein. Ciao.